Menschen, die eine vegane Kost essen, schauen dürr aus, sehen auch noch etwas schwächlich aus, sind blass im Gesicht, haben wahrscheinlich noch irgendwelche andere Nährstoffmängelchen, haben Schwindelerscheinungen, haben wenig Energie und sonstige weitere unschöne Erscheinungsauffälligkeiten, die in der breiten Masse jetzt unschön gesehen werden und deswegen dann viele auch meinen, dass die vegane Kost oder auch vegane Rohkost, also in diese Richtung, nicht gut bzw. optimal für einen Menschen ist. Und da möchte ich einfach noch mal näher darauf eingehen, was denn eigentlich die Ursachen für diese ganzen Symptome sind, die so unliebsam bei der Masse ist und die halt auch viele Veganer, auch Rohköstler meistens gar nicht wissen bzw. auf dem Schirm haben. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf bei euch im Garten. Im Laufe unseres Lebens haben wir sehr viel Schleim in unserem Körper akkumuliert, sage ich mal, also angehäuft, aufgrund einfach der Tatsache, dass wir ziemlich unnatürlich hier in der westlichen Welt auch leben, wozu natürlich auch Deutschland gehört. Also das heißt, dass sehr viele auch Industriekost gegessen haben, Medikamente zu sich genommen haben, sich impfen lassen, dann allein auch schon sehr viel Fastfood essen, Kochkost gehört dann natürlich auch mit dazu, zu denaturierten Nahrung. Dann wahrscheinlich auch sehr viele Gemüse oder Obst essen. Keine Esspausen zum Beispiel machen, noch nie gefastet haben, vielleicht auch nicht regelmäßig in der frischen Luft sind oder genug Sonne tanken, in dunklen vier Wänden rumhocken, vom Computer zum Teil wenig be sich bewegen, Sport machen, Atemübungen machen, also das alles, was halt im Körper eigentlich Gesundheit hält und macht, beziehungsweise auch fit, kommt halt immer in unserer Gesellschaft ein bisschen in den Hintergrund und dadurch sammelt sich halt auch sehr viel Schleim an, was natürlich auch von unseren Vorfahren und Vorfahren bei der Geburt auch an uns weitergegeben wird, weil wenn meine Mom schon ziemlich stark verschleimt ist. Das geht dann auch über die Muttermilch und in den Geburtenkanal auch bei mir mit dazu, springt also über auf die Geburt. Das heißt, das kommt da auch nochmal zusätzliche Gift oder Schleim von der Mutter im Leib von ihr bei der Geburt bzw. beim Austragen auf ihr Junges da auch mit, beziehungsweise auch auf die Tochter. Und so sammelt sich dann natürlich auch der ganze Schleim auf, der sich natürlich im ganzen Körper unterschiedlich ablegt. Bei manchen ist zum Beispiel in den Fußsohlen, vorne das Bauchfett, Wasserablagerungen verschiedenen im Körper und so wird der Körper auch so künstlich aufgeblustert. Bereits bei der Umstellung beginnt dann der Körper mit der Reinigung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von der Industriekost mit viel Fastfood, mit viel gekochtem und sonstigen Sachen, die halt üblich sind oder auch ja, unnatürliche Sachen, so Chemiezeug halt einfach, da jetzt umstelle auf vegetarisch oder vegan oder auch einen großen Anteil von Rohkost, vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen fasten, dann fängt schon alleine durch die Umstellung auf vegetarisch, vegan oder Rohkost, fängt der Körper einfach an zu reinigen. Das heißt, diese Ablagerungen werden rausgebracht, also zum Beispiel Gemüse tut halt, ist halt wie ein Besen im Darm, räumt da ein bisschen auf, Obst und Gemüse, steht natürlich auch in Ahnen und Ehre drinnen, das Obst tut Gifte lösen und dadurch werden halt diese ganzen Altlasten in eurem Körper, in euren Muskeln
werden dann abtransportiert und wenn es die Entgiftungsorgane dann packen können, die Geschwindigkeit, sage ich mal, wie viel da ausgeschieden wird, dann wird das halt auch dementsprechend ausgeschieden. Also das heißt, ihr verliert einerseits dadurch, je weiter ihr in diese Richtung vegetarisch, vegan, Rohkost und dann auch ein bisschen mit Fasten auch später mit einbaut, ihr verliert automatisch Wassergewicht, verliert einfach auch zum Beispiel Hüftgold und alles Mögliche. Das wird dann einfach mehr oder weniger abgebaut und weil es ja dann so ist, die meisten haben sich ja die ganze Zeit von diesen, ich sage mal, Fast Food und Industriekost ernährt und der Körper besteht dann zum Teil auch aus diesen Schlacken, also der ganze Körper dann aus diesen Ablagerungen. Der Körper möchte es natürlich ausscheiden und viele passen halt dann nicht auf. Und das bedeutet dann, dass die Reinigung und die Giftung zu schnell durchfinden. Das machen halt viele, die dann auf die Rohkost umsteigen, dass sie zu viel Obst am Anfang essen und dadurch sehr viel Gewicht halt auch einfach verlieren. Und das ist dann das oder beziehungsweise der Punkt, wo dann ist für viele dann sehr kritisch, und warum halt dann die Leute einfach zum Beispiel dünn ausschauen oder blass. Diese Blässe kommt auch einfach, wenn du zu viel und zu schnell entgiftest, weil du zu viele Gifte gelöst hast und die zirkulieren jetzt im Blutkreislauf herum. Dann hast du auf einmal diese, ich nenne sie mal Leichenblässe. Das gleiche ist auch mit Schwäche. Schwarz vorm Auge oder sonstige erscheinen, das wird dann gerne als Nährstoffmangel dargestellt, aber letztlich ist es einfach nur, dass halt zu viele Gifte gelöst worden sind und die im Blut sozusagen zirkulieren und der Körper versucht, die irgendwie auszuscheiden, ist aber noch mit anderen Sachen bzw. mit der Ausscheidung überfordert und kommt dann nicht rechtzeitig mit. Und dann passiert es halt, dass dann solche Sachen passieren, dass halt dann du Zeiten hast, in denen du dich nicht so wohl fühlst, in denen du dich schwach fühlst, in denen du eine gewisse Blässe hast. Und wenn du das halt über längere Zeitraum machst, eine zu schnelle Entgiftung, dann kommt halt dieses Untergewicht. Rein neutral betrachtet und wenn man sich auch mit den Funktionen der Natur bzw. des Körpers hier mal anschaut, ist es eigentlich ja ein ganz natürlicher Prozess. Der Körper schaltet einfach nur das aus, was er nicht unbedingt haben möchte, also die Gift und alles Mögliche, und braucht er dann auch die entsprechende Energie und schmeißt sozusagen die ganze Müll, der sich zum Beispiel in den Schränken angelagert hat, schmeißt jetzt einfach nach und nach raus. Und wenn halt dann diese Abbauphase dann überwunden wird, ich bin ja ein perfektes Beispiel dafür, kann man sich meine Anfangsvideos mal anschauen oder auch die Videos vor 2, 3 Jahren zum Beispiel, dass ich da recht dünn war. Und ich jetzt weiter aufgebaut habe, es ist halt einfach so, an einem gewissen Punkt, wenn du dann sehr viel abgebaut hast, dann verlierst du auch nicht mal sehr viel Gewicht durchs Fasten. Also ich tue jetzt im Vergleich zu meinen Anfangszeiten viel mehr Fasten, mache auch mehr Sport, habe auch wieder mehr Energie. Also das heißt, wenn dann diese ganzen, ich nenne sie mal Hauptentgiftungen oder Hauptlasten dann ausgeschieden werden, dann und du dann weiter dran bleibst, vielleicht am Anfang mehr Gemüse als Obst isst, dann stehen die Chancen dann auch gut, dass du dann nach diesem, ja, der Blässe im Gesicht, dass da auch wieder Farbe reinkommt, dass du dann auch wieder Muskeln aufbauen kannst. Ich baue ja momentan auch Muskeln auf, das ist auch mit einer schleimfreien, rohveganen Methode möglich. Und dass du dann auch wieder, sagen wir mal, nicht so auffällst und die Leute eigentlich gar nicht auf dem, ja, Zeiger kommen, beziehungsweise auf den Sinn kommen, dass du vielleicht rohvegan oder vegan im Allgemeinen bist, weil du dann etwas, ja, wie die anderen sozusagen ausschaust. Also nicht ganz so dünn, nicht so blass, hast auch wahrscheinlich viel mehr Energie und Power, was ich bei mir zum Beispiel auch feststellen durfte. Da strotzt er nur vor Energie. Das kommt bestimmt bei den Leuten super rüber. Und auch, was ich da auch mit ansprechen möchte, ich nehme auch keine Nahrungsergänzungsmittel, ich nehme kein Vitamin B12, ich nehme kein Vitamin D, Du lästerst Gott auf unglaublich infame Weise! kein K2, kein Magnesium oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel. Bei mir läuft es halt auch einfach so und es funktioniert auch recht gut und ich fühle mich auch jedes Jahr immer wohler, baue mehr Muskeln auf. Warum ich dieses Video hier mache, ist einfach, um euch diese Mechanismen dahinter etwas näher zu bringen. Also das heißt, mit der ganzen Entgiftung und der Abbau- und der Aufbauphase, die durch das vegetarische, vegane und dann auch durch die schleimfreie Heilkost zum Beispiel entsteht, weil das halt einfach sehr vielen nicht bewusst sind oder meine Meinung, man hat ein Kaloriendefizit, man hat einen Nährstoffmangel oder sonst irgendwas und möchten dann so wie so die Denkweise von der Schulmedizin, man wirft sich eine Pille ein und das passt dann irgendwie schon.
Ist auch jetzt für mich die Nahrungsergänzungsmittel. Dass man sich das bewusst ist, was da im Körper vorgeht. Daher kann ich auch nur jedem empfehlen, sich die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret aber richtig genau und auch zwischen den Zeilen mal durchzulesen, damit dann immer weniger da nicht in diese Schwierigkeiten kommen oder in diese soziale Ächtung auch kommen. Das durfte ich auch bei mir sehr erfahren. Ist auch recht unschön und das kann nicht jeder damit ziemlich gut umgehen, damit halt da auch nicht so psychische Schäden dabei mit rauskommen, weil es dann doch richtig heftig ist. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, das auch langsam zu machen, sich mal die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret mal anzuschauen und langsam umzustellen und den Prozess auch ein bisschen länger zu ziehen, weil das ist auch wichtig bei Arnold Ehret. Die meisten meinen, man kann von heute auf morgen auf Obstdiät umstellen. Passt dann schon, ist alles optimal, obwohl ich denke mir, der Arnold Ehret die Übergangskost auch über mehrere Jahre hinweg dann praktiziert hat, bis er dann seine Fastenversuche, seine Obstdiät da mal richtig angeführt hat, weil er ein schweres Nierenleiden hat. Also der wird auch im Buch ziemlich gut beschrieben, dass er sich dessen sehr bewusst ist und man einfach je nach Vorgeschichte aufpassen muss, wie man die Gifte löst und dass man halt einfach ein solides Vorwissen braucht, dass man hier diese Entgiftung reibungslos durchziehen kann. Das ist halt einfach vielen da draußen einfach nicht bewusst. Die kennen alle oder nicht, wissen nicht, wie der Körper eigentlich wirklich funktioniert, was die Entgiftung oder diese Blech- oder Schwächeanfälle, was das eigentlich für Ursachen haben, sondern macht mein Freund vegan, habe ich ein Video gesehen, der macht roh vegan und sowas und stürzt mich da einfach rein und dann wundern sich viele, warum es nicht ganz so funktioniert oder dass es nicht so positiv ist, wie sie sich vorgestellt haben. Also von dem her, wenn ihr euch Zeit sparen möchtet, ich habe unten einen 22-Tage-Challenge, also einen Kurs für die Einführung in schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Habt ihr dann eine Möglichkeit, diesen Prozess der Information auch etwas zu vorzukommen, sage ich mal. Das heißt, dass ihr nicht so viel Zeit aufwenden müsst, um euch zum Beispiel die An- und Ehret schleimfreie Heilkost durchzulesen oder vielleicht mit Freunden austauscht, weitere Bücher lesen. Ihr könnt einfach diesen Prozess verkürzen, indem ihr zum Beispiel diese 22-Tage-Challenge von mir macht, um einfach kurz und knackig von meiner Expertise und meinen Erfahrungen über die letzten 5 bis 6 Jahren zu profitieren, was ich alles ausprobiert habe, welche Erfahrungen ich da gemacht habe, welche Bücher ich zum Teil auch gelesen habe und einfach dieses Wissen da kompakt und geballt zur Verfügung steht. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei Interesse habt und da auch mal mit dabei seid in der 22-Tage-Challenge in die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret, in die vegane Rohkost oder pflanzliche Rohkost und dem Fasten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bis dahin jetzt dran geblieben bist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ist alles kostenlos, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und sonst könnt ihr auch mal gerne eure Erfahrungen, wenn ihr dabei schon welche gemacht habt, in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost habt, ob ihr mit der Übergangskost da schon Erfahrungen gemacht habt, ob ihr auch mal schon mal vegan wart und vielleicht mal wieder umgestellt habt, weil ihr solche Probleme habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare unten reinschreibt. Hilft natürlich auch, dass der Algorithmus da meine Videos weiter empfiehlt. Unterstütze nochmal zusätzlich den Kanal, freut mich auch. Und sonst natürlich ist es auch erlaubt, dieses Video zu teilen in Social Media Plattformen gerne. Natürlich auch Empfehlungen an Freunde, Bekannte und Familie, damit einfach dieses Wissen sich weiter ausbreitet und immer mehr Menschen auf dieses Projekt auch aufmerksam werden. Hilft mir natürlich auch, damit ich eine Motivation habe, weiterhin für euch Videos zu machen. Und sonst gibt es auch noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt und für meine Arbeit hier. Unten in der Videobeschreibung Unterstützungsmöglichkeiten. Ich habe Bankverbindung, PayPal, Patreon, Spreadshirt, eigene Produkte aus dem Permakulturprojekt, wie zum Beispiel Sauerkraut, ist auch alles unten in der Videobeschreibung zu finden. Meine Kurse, Fastenbegleitung, Coaching-Angebote, alles unten in der Videobeschreibung und natürlich auch auf meiner Webseite, die ihr auch unten finden könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.